Assalamu alaikum und marhaban. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt gut geschlafen. Ihr seid bereit, damit wir mit einem neuen Unterricht anfangen können. Okay, heute ist es eigentlich nicht so ein Unterricht. Und zwar will ich euch nur etwas zeigen. Und zwar gibt es zum Beispiel türkische Bücher, türkische Hefte, türkische Koran. Ich glaube, ihr versteht schon, was ich meine. Und da sind einige Harakaten ein bisschen anders geschrieben. Ist kein großes Problem, aber ich will euch nur darauf euch erinnern. Ich will euch nur erinnern, dass es sowas gibt. Und damit haben wir hier ein paar Beispiele. Ich habe mal hier so ein Foto gemacht. Ich weiß, sieht nicht so schön aus, ist auch undeutlich. Aber ich hoffe, ihr könnt trotzdem lesen. Das erste zum Beispiel ist Ayatun. Ayatun. Und da habe ich darunter auch nochmal geschrieben, auf weiß. Ich hoffe, ihr seht das. Ayatun. Dasselbe. Was ist der Unterschied? Oben haben wir einen Strich, was senkrecht ist. Und das ist der Met, wenn ihr euch erinnern könnt, in dem anderen Unterrichten vor, keine Ahnung. Das ist das Gleiche, okay? Nur, dass in türkischen Büchern der Met so geschrieben wird. Okay, Semawatun, da gibt es Unterschiede. Im Koran wird es so geschrieben und in normaler Schrift macht man nach dem Mim ein Elif. Semawatun. Okay, weil ich das alles schon kann, also weiß ich nicht so ganz genau, wie ich das alles erklären soll. Deswegen würde ich euch gerne bitten, dass wenn ihr irgendwelche Fragen in diesen Sachen habt, dass ihr mir das Bescheid sagt, damit ich euch das in anderen Videos erklären kann. Samawatun. Da haben wir zum Beispiel, der ist im Koran so geschrieben, das Wort. Aber wenn wir zum Beispiel normal mit den Menschen oder so uns chatten oder, keine Ahnung, Briefe schreiben oder sonst was, dann haben wir nach dem Meme ein Elif. Okay? Und ich hoffe, es ist nicht so schlimm und ihr bittet mich nicht, dass ich jetzt Samawatun auf die andere Art schreibe. Weil es ist einfach nur ein Meme, ein Elif nach dem Meme. Okay. Atharun. Das Eigentliche, was ich eigentlich hier zeigen möchte, ist, dass es diesen senkrechten Strich gibt und den waagerechten oder diese waagerechte Welle. Atharun. Hier zum Beispiel das Gleiche. Atharun. Das eine ist senkrecht. Das andere ist wellig waagerecht. Und genauso Aminu, Amanu. Und das gleiche Amanu, Amanu. Eins ist waagerecht, das ist in den türkischen Büchern, wo man Arabisch beibringt, oder in den Koran für die, die Türkisch können. Und Amanu, so schreibt man das eigentlich in den arabischen Korans. Okay. Das nächste, Walakinna. Das hier ist ein Wort. Ich hoffe, ihr könnt euch noch erinnern an den Hadha, wo ich gesagt habe, dass man den Herr verlängert, aber den Elif nicht schreibt. Okay? Hier ist das Gleiche. Walakinna. Wir sprechen den Elif aus, aber schreiben ihn nicht. Und der ist manchmal oben, also hier im Türkischen eben oben, bei den Arabern mehr so dazwischen. Und wenn man eigentlich normalerweise außerhalb des Korans es schreibt, dann muss man eigentlich nichts schreiben. Azmihi. Hier sehen wir auch so einen senkrechten Strich unter dem Herr. Warum? Weil wir den im Koran verlängern. Azmihi. Sobald der Buchstabe davor mutaharrik ist und nicht sakin und nicht sakin und am Ende ein Herr ist, dann sagen wir Azmihi. Wir verlängern das ein bisschen. Okay? Nicht sehr lang, ein bisschen kurz. Azmihi. Und deswegen diesen senkrechten Strich, falls ihr das irgendwie in einem Koran seht. Aber normalerweise schreibt man ein Kessra. Genauso Ra'sihi, Aubihi und Hadhihi. Hier haben wir das genauso. Hadhihi. Ich hoffe, ihr seht diesen Strich, der ist ganz hell. Nach dem Herr. Und dann nachher auch wieder den Strich unter Herr. Den zweiten am Ende. Weil der davor, der Dhal, Mutaharrik ist, ein Kessra hat. Gehen wir zum nächsten. Rizqihi. Rizqihi. Ich glaube, da gibt es keine Fragen. Launuhu. Launuhu. Wahdahu. Innahu. Ilahahu. Okay. Hier haben wir wieder ein Wort, wo wir einen senkrechten Strich über den Lam haben. Und das ist genauso wie Walakinna. Und Hadi, wir sprechen den aus, aber schreiben ihn nicht.
Okay. Das nächste, Ra'suhu. Da'wa. Da'wa. Und hier genauso. Weil hier eine Verlängerung ist, hat man wieder einen senkrechten Strich gemacht. In den Arabischen aber gibt es da keins, weil das eigentlich logisch ist. Und deswegen hat man eben so ein Fetha über den Waw. Nur. Okay. Bushra. Hier das gleiche. Maula. Das gleiche. Yes'a. Auha. Alles das gleiche. Gehen wir jetzt runter. Bijildihi. Das haben wir schon alles erklärt. Min qawmihi. Fi naumihi. Hier, weil da wieder eine Verlängerung ist, haben wir wieder einen Strich unten. Li amrihi ala ilmihi haulai. Okay, jetzt sagt ihr, das ist die größte Musibe, die es gibt. Das schwerste Wort. Es gibt noch Schlimmeres. Analysieren wir oder gucken wir mal, untersuchen wir mal dieses Wort. Hä? Okay. Jetzt werdet ihr euch fragen, warum dieser wellige Strich. Elmet. Warum? Weil wir ein Herr haben, dann ein, wie soll ich sagen, vorgestellter Elif, also den wir uns vorstellen müssen, und dann ein Hamza. Das ist kein Wow, das ist Hamza. Wir schreiben das nur auf Wow. Okay? Und deswegen gibt es die Met, damit wir wissen, dass hier vier Bewegungen im Koran ausgesch oder wie soll ich sagen, den Herr ausdehnen. Den Strich oben, weil da. Weil wir einen Elif haben möchten. Ha'ula gehört genauso wie ich schon davor gesagt habe zu Walakinna und Hadhihi. Wir sprechen den Elif aus, schreiben ihn aber nicht. Und im Koran schon, damit wir Bescheid wissen. Okay. Ha haben wir schon fertig. U haben wir auch schon fertig. La'i. Warum haben wir ein Met hier? Das müsst ihr selber wissen. Wenn nicht, wenn ihr es nicht wisst, dann geht mal so ein paar Minuten zurück und dann wisst ihr die Antwort. Okay. Aba'ukum. Okay. Warum haben wir den senkrechten Strich? Warum? Weil der doppelt ist. Weil wir den verlängern. Aba'ukum. Okay. Aba'ukum. Warum haben wir hier ein Met? Weil wir Elif und danach Hamza haben. Aba'ukum. Und wie lange wir das aussprechen und so weiter, haben wir schon gesagt. Gehen wir zum nächsten Wort. Musa. Musa. Hier haben wir den Strich. Das haben wir schon geklärt. Harunu. Harunu. Hier Harunu ist genauso wie Samawatun. Im Koran haben wir das so. Aber normalerweise schreiben wir nachher ein Elif. Okay? Und Isa am Ende. Den Strich unten. Warum ist er senkrecht? Weil wir eine Verlängerung haben und nach dem Sin darüber haben wir auch einen Strich. Warum? Weil wir eine Verlängerung haben. Der erste ist hier, der den einen verlängert und der andere ist Elif und nicht hier, der hat keine Punkte. Deswegen verlängern wir den Sin. Ei, Sa. Okay. Somit sind wir fertig. Ich hoffe, es war nicht so schwer. Spaß gehabt, glaube ich. Hat es euch nicht Spaß gemacht? Und falls ihr euch fragt, okay, wie können wir unterscheiden zwischen die Wörter, wo wir nicht Elif schreiben und da, wo wir schreiben müssen, die, wo man nicht schreibt, wie zum Beispiel Walakinna, Lakinna und Hazihi und Haulai, die sind zahlbar, die kann man zählen. Okay? Und mit der Zeit werdet ihr auch die lernen und dann wisst ihr automatisch, wann man was schreibt und wann man es nicht schreibt. Somit will ich mich jetzt von euch verabschieden. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum und ma'assalam. سرنا بعون الله منها.